Guten Morgen. Ach, von der Front. Daniel ist los zum Lager. Ich habe mich gerade auch schon fertig gemacht. Jetzt schon. Das ist gleich. Ist. Sekunde. Es ist gleich 11. Was? So. Ja. Ich habe beschlossen, ich mache den Rechner heute doch an. Aber Handy nicht. Weil ich habe noch so viel für die Messe. Ich habe Angst, dass ich das sonst nicht alles schaffe. Und deswegen werde ich den Rechner heute anmachen und ein bisschen was bastelieren und ausdrucken und machen und tun, was ich sonst nicht machen könnte, wenn der Rechner aus wäre. Genau, deswegen habe ich beschlossen, jetzt die nächsten Wochenenden auf den Rechner anzulassen, um dann hier, also am Tage vor allem, um dann hier zu puscheln, weil ich auch nicht weiß, wie viel schaffe ich am Nachmittag. Ich meine, morgen, ich bin zwar nur bis 14 Uhr auf Arbeit, aber ich muss ja dann nachmittags, beziehungsweise um 17 Uhr auch zum HNO-Arzt noch. Bleibt auch wenig viel Zeit. Also von daher so viel wie möglich schaffen und meine Liste endlich mal abarbeiten, die gefühlt immer länger wird und nicht kürzer. Obwohl ich was abhake und mache und tue. Ah! Ja, das ist, weil mir tausend Dinge wieder neu einfallen. Nee. Egal, wird schon funktionieren, ne? Wird schon funktionieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Diesmal freue ich mich tatsächlich auf die Messe. Letztes Jahr war das ja nicht so, dass ich mich darauf gefreut habe. Da war ich einfach so. Uff. Eigentlich gar keine Lust. Diesmal schon. Diesmal bin ich gespannt, weil ein paar Neuerungen, wie gesagt, auch dabei sind. Und ja. Und sicherlich auch Itabo dabei sein wird. Wenn nicht irgendwas noch weiter. Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken. Oh. Ich mache jetzt einfach 10 Kreuze. Wenn nicht die Lieferung mit den 25 Exemplaren, die ich definitiv bestellen werde, hier bei mir ankommen. Und alles super ist. Dann mache ich 10 Kreuze und dann ist super. Okay. Aber. Bis es soweit ist, dauert es noch einen Moment. Und ich werde mich jetzt heute an Bastelagen machen und Kärtchen basteln. Und also so ein Scan-Kärtchen, dass man eben, wenn man ein Hörbuch oder ein E-Book kauft, dass man so ein Kärtchen hat, wo man den nur scannt. Das ist nicht für E-Mail zu schicken brauche, sondern die kriegen halt so ein Kärtchen dann. Oder die haben dann so ein Kärtchen mit dem QR-Code. Und dann ist schön. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Kärtchen mehrmals ausdrucke. Ich brauche ich das sowieso, wenn die Buchboxen bestellt werden. Das heißt, ich wahrscheinlich so einen Schwung, so ein Blatt mit einem mit den Kärtchen ausdrucken pro Buch und pro Hörbuch, weil ich die dann eh irgendwann brauchen werde. Denke ich mal, wenn Buchboxen bestellt werden mit Hörbuch. Kam noch nicht vor bis jetzt, aber man weiß ja nie. Ne? Irgendwann ist mal der Zeitpunkt und dann habe ich es da und dann ist gut. Genau, da brauche ich also nicht so viele von, aber zumindest so ein bisschen was. Genau, das werde ich jetzt machen. Und ich glaube, das ist sogar heute meine Hauptaufgabe: Kärtchen basteln. Verschiedene Arten von Kärtchen basteln. Etiketten sind noch wichtig. Aber das werde ich alles mal sehen, wie es so läuft. Okay. Dann fange ich mal. Darf ich mal ganz kurz ausrasten? Bitte? Ganz kurz. Nur ganz kurz. Ich habe mir erst den Cricut Joy gekauft. Wegen Platzmangel und so weiter und bla bla bla. Ich sehe gerade, es gibt einen Cricut Joy Extra, der ist anscheinend neu. Sehr neu. Und mit dem kann man dann auch ausdrucken und machen und tun. Auf A4 Größe. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ist jetzt bitte nicht euer Ernst. Oh, wenn ich es gewusst hätte, oder wenn ich ein bisschen später das gesehen hätte, also gemacht hätte und getan hätte, hätte ich mir ja den gekauft. Oh nein. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt echt nicht wahr, oder? Och, Menno. Weil das, was ich gestern mit das Silhouette versucht habe, könnte ich es denn mit dem machen. Ist auch nicht so viel breiter, also viel größer oder sowas. Halt A4 passt rein mir nicht, die anderen sind größer. Och, Menno. Euer verdammter Ernst. Hätte das nicht vor einem Monat sein können, dass es rauskommt? Wäre cool gewesen. Oder ich, wie gesagt, später das alles erst festgestellt hätte. Och nee, ich ärgere mich gerade so in Grund und Boden. Das glaubt ihr gar nicht.
Ich kann da gestern nicht einen neuen Cricket kaufen. Also ich meine, ich hätte eh vor gehabt, irgendwann mal den großen dann zu holen. Aber das wäre natürlich jetzt die perfekte Lösung gewesen. Ich hätte alles machen können, was ich vorhabe, generell. Bis jetzt zumindest. Ach nee. Das ist doch alles Absicht. Oh shit. Oh Mann. So, ich gehe mich jetzt weiter ärgern. Wir fahren jetzt wieder zurück und wir haben wieder bestellt. Heute gibt es Pizza. Barbecue für mich. Irgendwann haben wir es für ihn. Ich merke doch, das geschnitten, oder? Heieiei. Hunger. Großen. Ich merke mich heute so gut wie gar nicht, weil ich die ganze Zeit. Geblendet werde? Nein. Motorenzeugs mache. Für die Messe. Wirklich sehr, sehr viel. Blending. Ja, es ist ja schon gleich 18 Uhr und ich habe fast ausschließlich sowas gemacht. Nicht fast ausschließlich, ich habe ausschließlich, natürlich gucke ich Videos, aber mehr mache ich nicht. Ich bin die ganze Zeit am Wirbeln, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas nicht schaffe. Ja, jetzt werde ich den restlichen Tag weitermachen. Ja. Aber es kam gut vorwärts, von daher passt das schon. Und langsam habe ich wieder ein bisschen so, es klappt alles, es wird alles. Oh. Ja, aber es ist immer noch jede Menge zu tun. Ich weiß ja gar nicht, was ich alles schon geschafft habe. Irgendwie das Gefühl, ich habe gar nichts geschafft. Aber ein bisschen habe ich ja schon, das nicht. Aber es kommt mir vor, als wenn immer noch genauso viel zu tun ist, als wenn ich gar nichts gemacht hätte. So. Nun gut, das wird schon. Naja, puschel ich jetzt einfach weiter und drucke und mache und schneide und erstelle und keine Ahnung was. Ja. Deswegen sorry, dass heute nicht allzu viel kommt, aber was soll ich damit filmen? Also im Schreibtagebuch habe ich auf jeden Fall ein bisschen was mitgefilmt, so ist nicht. Aber auch nicht so viel, weil, ja. Es ist einfach. Aber gut. Produktiver Sonntag, würde ich sagen.